Ja Leute, was geht ihr Rosettenkasper? Ich weiß, es kam eine Woche kein Video, weil ich so voll reingeschissen habe. Es war todeswarm und alles. Wir haben zwei Ausflüge gemacht, die todesbehindert waren. Ich saß 7 Stunden im Bus heute, am Stück, davor auch schon 2 Stunden. Und haben uns so einen langweiligen Kack angeguckt, den sind wir im Bus durchgefahren mit der Schule. Und das war einfach so todeslangweilig, so eine Zeitverschwendung. Und in diesem Bus war die Höchsttemperatur, die wir gemessen haben, lag bei 48 Grad, was extrem chillig ist für einen Bus mit 40 Leuten, der eine kaputte Klimaanlage hat, ne? Und dann in der Hitze, weil draußen waren es ja auch schon 36 Grad, ne? Dann 40 Leute in diesem Bus ohne Lüftung, ohne sonst was, außer dem kleinen Windchen, was wie aus einem Ventilator aus einem Mickey Mouse rauskommt. Das hat dann auch nicht viel geholfen. Und im Endeffekt war es fucking warm, fucking scheiß mega kack warm. Und ich habe extrem schlechte Laune so jetzt danach gehabt, weil ich richtig spät erst zu Hause war, also relativ spät. Und dann muss ich auch noch lernen, eigentlich will ich auch mittwochs immer nach der Schule zum Sport, aber keine Zeit, weil wir erst um 19 Uhr zu Hause waren. Und dann musste ich was essen, ich musste duschen, weil ich so voll geschwitzt war. Ich musste alles machen, musste ich anfangen zu lernen. Jetzt mache ich das Commentary hier, ich habe eben das Video kodiert. Mein PC ist mir fast explodiert. Der ist fast explodiert, wirklich. Der ist richtig ausgerastet. Der hat den richtigen Anfall bekommen, wirklich. Der war so laut wie drei erste Xboxen. Wirklich. Miese Krise. Ich schwör. Und deshalb bin ich gerade auch so ein bisschen unmotiviert beim Kommentieren. Ich habe ja auch nichts zu trinken gerade, Mann. Das war lächerlich. Ich habe gerade verdammt Durst, wirklich. Aber ist ja auch egal. Das Gameplay hier ist ganz cool. Das ist ein MW2-Gameplay gewesen. Herrschaft auf Afghan. Typisches Movement, typisches... Typische Laufwege eigentlich. Afghan ist so ein... Das war sogar das erste Match an dem Tag. Und also ich habe ab und zu mal wieder MW2 reingelegt. Ist eigentlich ziemlich kacke, aber... Erstes Match und Afghan ist eigentlich so eine Instant-Gameplay-Map. Wenn man es denn nicht choked. Also man kann es natürlich choken durch Noob-Tubes oder Streak-Fails. Ich habe ja auch, glaube ich, 2 Streaks gefailt oder sogar 3. Und am Ende versorgt mir mein Randy-Teammate das 100+. Aber naja, man kann ja nichts dagegen machen, ne? Hauptsache, man hat Spaß am Spiel. Darum geht's doch heutzutage. Tja, wie kommt ihr eigentlich so durch den Sommer? Es wäre interessant, dass ihr das mal in die Kommentare schreibt, weil es ist so unglaublich warm hier. Und ich habe überhaupt keine... Ich weiß nicht, wie ich das überleben soll. Was ich mache, ich habe hier so einen Ventilator stehen, der ist aber scheiße und ich kann den nicht beim Commentary anmachen. Weil, naja, da habt ihr die ganze Zeit so... Ich hoffe, ihr habt das gehört, damit ich das verdeutlichen konnte. Habt ihr ihn die ganze Zeit so im Mikro? Oder er bewegt sich ja so, also so, dreht sich so. Einfach so. So, wisst ihr? Okay, ihr wisst. Okay. Ja, schreibt mal bitte in die Kommentare, wie ihr das so übersteht. Habt ihr irgendwelche Tricks, dass ihr euch so. Ich habe gerade so Vorstellungen. Wisst ihr, ihr schnitzt euch so einen Helm. So einen richtigen Helm. So einen Soldatenhelm. Aus einem Eisblock. Und den setzt ihr dann auf und dann schmilzt er runter und es läuft euch die Schultern so hinten runter. Oh, ich hoffe, ihr seid schon alle ganz horny. Oh Gott, fuck. Fuck. Das Mann, ey, das kam einfach so witzig rüber, weil das so... Ich darf nicht über meine eigenen Witze lachen. Eigentlich finde ich das auch gar nicht witzig, aber es hat einfach so gepasst. So ein typischer Scheiß, der immer so abends, wenn man so normales Fernsehen gucken will, nachts, so auf Viva, so ein bisschen South Park, dann kommt in der Werbung immer... 09688, hier wird's mit dem Mund gemacht. Ich bin schon so ein Scheiß, ne? Und daran hat mich das gerade irgendwie erinnert. Ich weiß nicht warum, ich denke, ihr kennt sowas auch. Ihr seid ja auch so die Nachtspatzen der Abonnenten. So, ihr gehört zur Kategorie Nachtspatzen bestimmt. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen, dass ihr dazu gehört. Und ja, ganz komisches Zeug, was da nachts im Fernsehen läuft. Solltet ihr auf jeden Fall aufpassen, watch outen, wenn ihr noch jünger seid. Das ist nämlich, es kann ganz gefährlich sein. Wenn ihr da, ja, nicht denken, dass ich ja lieben wollte. Sieht immer so interessant aus. Aber ich verhaspel mich gerade total. Es ist so warm. Ich kann einfach nichts machen. Wie kommt ihr durch den Sommer? Gebt mir irgendwelche Tipps. Und meinetwegen so ein Eishelm, das wäre schon ziemlich cool. Wäre ziemlich pervers im Endeffekt, wie ich es euch eben schon verdeutlicht habe. Aber keine Ahnung, habt ihr irgendwelche Tipps? Schreibt es mir bitte in die Kommentare, damit ich vielleicht irgendwas machen kann, um den Scheiß hier zu überleben. Denn ich denke, ihr wollt auch, dass ich noch nicht sterbe. Und wenn ihr wollt, dann ja, dann schreibt das doch bitte auch in die Kommentare. Dann schauen wir doch mal, was sich da machen lässt. Ich werde auf jeden Fall drüber nachdenken. Nicht. Und ja, ich denke, ich werde euch jetzt mit dem Gameplay alleine lassen. Das Commentary war eigentlich ziemlich scheiße. Aber keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich so... vielleicht habe ich jetzt eine neue...
Abonnentenbasis dazu gewonnen, so die Basis der Schläfer. So, es gibt so Leute auf der Schule oder so oder im Bus, die nennt man einfach Schläfer, weil die so zu jeder Gelegenheit schlafen oder sie sehen zumindest so aus. Und weil das Commentary so langweilig war und so schläfrig vorgetragen, denke ich jetzt vielleicht, dass ich so ein paar Schläfer dazu gewonnen habe. Versteht er? Ja, wer weiß. Vielleicht finden wir es ja noch raus. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr Schläfer seid und, keine Ahnung, jetzt meine Abonnenten seid. Okay. Mir fallen schon fast die Augen zu. Und mein Hals ist verdammt trocken. Obwohl meine Haut und die Luft total nass ist. Witz. Wo ist der Witz? Ha? Wo ist der Witz? Naja. Ich lasse euch jetzt mit dem Gameplay alleine. Ich lasse euch jetzt hier ein schniekes Lied so im Hintergrund laufen. Das ist von Charlie Paradel Riego. Ich werde es eh verpeilen, in die Beschreibung zu packen, weil ich ein Mungo bin. Und ja, mir fällt gerade wieder ein, dass ich morgen Spanisch schreibe. Ich habe das so verdrängt. Ich habe eben gelernt und morgen schreibe ich. Keine Lust. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid aber beim nächsten Mal wieder dabei. Viel Spaß mit der Musik. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!